Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wir versuchen dich in Trance zu versetzen. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 6. Oktober 2019. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben eure Anfragen sehr aufmerksam verfolgt und wir verbinden uns auch nachts mit vielen von euch, wenn ihr eure Körper verlassen habt und auf der astralen Ebene zu uns kommt. Wir wissen, was ihr wollt und wir verstehen, was ihr braucht. Wir verbinden uns auch mit anderen Wesen, um die bestmöglichen Wege auszuarbeiten, um dir das zu liefern, wonach du gefragt hast, wenn du dich in einem Raum befindest, in dem du es empfangen kannst. Wir sind nicht anders als jede andere Kraft in diesem Universum. Wir können die Gesetze dieses Universums nicht brechen. Die Gesetze besagen, dass wenn du keine Schwingungsübereinstimmung mit etwas hast, du es nicht erhalten wirst. Also ist es wirklich unser Hauptziel, dich in einen höheren Schwingungszustand zu bringen, sodass du das empfangen kannst, wonach du gefragt hast und was von uns und den Wesen, mit denen wir in Harmonie arbeiten, gewährt wurde. Wie können wir dir helfen, in einen höheren Schwingungszustand zu gelangen, fragst du vielleicht. Nun, natürlich tun wir das durch diese Übertragungen. Wir bieten eine hohe Schwingungsfrequenz der Energie durch diesen Kanal und diese Energie ist für euch alle bestimmt, um ihr zu begegnen. Wir wissen, dass du uns begegnen willst und du kannst uns begegnen, indem du deine Schwingung erhöhst, um in Harmonie mit dieser Energie zu sein. Wir senden euch auch Schwingungen, die jederzeit absorbiert werden können, auch wenn wir nicht durch diesen speziellen Kanal kommen. Nun, wir sagen euch das, weil wir eure Erwartung erhöhen wollen, das, worum ihr gebeten habt, energetisch zu erhalten. Wir sagen dir das auch, weil es wahr ist, und da du weißt, dass es wahr ist, sollte es dir helfen, in einen Zustand mit höherer Frequenz zu gelangen. Und wieder liegt es wirklich an dir, mit dem, was du verlangst, mithalten zu können. Ob du das bekommst, worum du gebeten hast oder nicht, die Verantwortung liegt auf deinen Schultern und wir sind diejenigen, die hinter dir auftauchen und diese Schultern massieren, um sie zu lockern. Wir versuchen dich zu faszinieren. Wir versuchen dich in eine Art Trancezustand zu versetzen, damit du dich entspannen kannst, die Schwere, die du oft mit dir herumschleppst, loslassen und das empfangen kannst, was wir und andere wie wir anbieten. Du hast auch viele Möglichkeiten, dies zu tun. Du hast deine eigenen Techniken, um deine Schwingung zu erhöhen. Wir sind ein Weg für euch, diesen höheren Schwingungszustand zu erreichen. Ihr habt so viele, und wenn ihr euch von Natur aus zu ihnen hingezogen fühlt, wird eure Schwingung natürlich aufsteigen und dann können wir uns in die Energien einbringen, von denen wir wissen, dass ihr sie wollt und braucht. Und wir werden dies auch weiterhin tun, unabhängig davon, ob du diese Übertragungen weiterhin bewusst empfängst oder nicht. Das ist unser Umgang mit der Menschheit. Wir sind hier, um dir zu helfen, dein Bewusstsein zu erhöhen. Wir sind hier, um euch zu helfen, spirituelle Meister zu werden. Und ihr seid dort und leistet all die harte Arbeit, in einer sehr polarisierten, physischen Umgebung zu leben. Und wir schätzen es, dass ihr euren Teil dazu beitragt. Wir sind auf jeden Fall im Team Menschheit und im Team Erde. Und das werden wir immer sein. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.